Moin moin, herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Und bevor ich loslege, möchte ich mich nochmal für das letzte Video entschuldigen. Für die Ruckler, fürs Stocken, Frame Drops, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich habe es erst zu spät gesehen, ich habe es auch in die Kommentare geschrieben, unter dem Video, unter dem entsprechenden Video. Aber für alle, die es halt eingeschaltet haben, schnell wieder abgeschaltet haben und jetzt wieder zuschalten oder wieder eingeschaltet haben, echt sorry dafür, ich habe es echt, wenn ich es nochmal hätte aufnehmen können, neu, hätte ich es gemacht. Dabei hier die Autosave-Dinger gesagt haben, nee, ist nicht mehr drin und ich auch kein Cloud Save mehr hatte, also der auch schon, war schon auch aktuell. Sorry, ich gerade ein bisschen verschluckt. ja, Entschuldigung einfach an der Stelle, ich kann nichts mehr ändern jetzt daran, ich kann es höchstens mal neu hochladen später. Das wird dann mal eine Zeit lang dauern. Auf jeden Fall, ja, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich hier jetzt rausgehe, wo doch eventuell der finale Bosskampf wartet. Ja, es liegt einfach daran, ich suche jetzt noch die letzten Juwelen. Und ich habe so zwei, drei Räume, wo ich eins vermute. Ist erst der erste. Oh nee, ey. Ich krieg die Krise, ey. Nein, ja, zu früh. Diese Poltergegenstände, eigentlich eine geile Idee. Kommt eh nichts raus. Ein Stück, ey. Wenn ich das gegeben hätte, so sag. Mach dich auch noch kaputt, bevor du nochmal randalierst. So. Hier ist immer noch alles voller Sand. Oder Staub in dem Fall, das ist ja gar kein Sand. Genau, und zwar, ich vermute, hier ist irgendwo ein Juwel. Ich glaube zumindest, ich habe hier keins gefunden. Oder hatte ich hier eins gefunden sogar? Lass mich mal gucken, was hier drin war. Ja, da kam nur Geld raus, ne? Genau, meine Vermutung war einfach schon. Hier, diese Schallplatte, ich fand die so verdächtig. Ich weiß nicht, ob das eine Melodie sein soll, die ich kennen soll. Ne. Aber ganz ehrlich, wo soll dann hier noch ein Juwel sein? Oh. Ne, das hatte ich ja letztes Mal schon gefunden. Da war Geld drin in dem Kissen. Ja, Geld drin. Okay, keine Ahnung. Dann ist hier vielleicht doch kein Juwel. Ich habe letztes Mal, also für mein Gefühl, alles abgegrast, was man hier abgrasen konnte. Alle Bücher weggesaugt, die Regale waren leer gefegt. Ich habe alles weggesaugt, alles angeleuchtet, so gefühlt. Ich gucke mich jetzt erstmal woanders um. Also ich habe noch so zwei, drei Stellen, wo eins sein könnte, also wo ich das Gefühl habe, es könnte da eins sein. Wenn da jetzt ganz. Boah, dieses Bild, ne? Ich finde das immer noch so unheimlich, wie der einen da verfolgt mit seinem Blick. Er ist jetzt der König Buu aus Mario Kart, also ohne diese finsteren Augen und so. Hätte ich gesagt, ja, sieht gar nicht so unheimlich aus. Der sieht echt gruselig aus, der König Buu. So, genau, meine nächste Vermutung ist hier mit den Büchern, stimmt was nicht. Weil ich kann hier alles raussaugen aus dem Regal. Und diese dicken Wälzer nicht. Und beim Zuschauen, also beim Einschalten nochmal in meine Aufnahmen, beziehungsweise ich habe mir meine Schwester noch angeguckt habe. Die hat mir auch da so ein bisschen, manche, die gibt mir manchmal auch so Tipps, wo ich nochmal gucken kann. Dafür schon mal Dank an der Stelle. Ist mir eingefallen, ich habe doch hier ein Buch sogar saugen können, das ist auch so ein dicker Wälzer. Den bringe ich jetzt einfach mal nach oben. Entweder kommt da jetzt was oder vielleicht ist da auch ein Juwel jetzt dann irgendwo hinter, wo ich dann hinkomme. Ich glaube, meine Schwester meinte sogar hier unter den Röhren ist irgendwo noch eins. Oder nicht hier in dem Baum, sondern in der Lounge am Anfang. Ist das ein Lounge der Raum? Weiß ich gar nicht. Aha, ich kann ein Buch da reinsetzen, okay. Und da ist das rote Juwel. Alles klar. Sehr gut. Genau, dann gehe ich jetzt nochmal einem Tipp meiner Schwester nach. Ich habe zwar da auch schon gesagt, das sieht nur aus wie zwei Röhren. Ihr seht gleich, was ich meine. Ich glaube, das ist nur eine, aber ich wollte da trotzdem nochmal überprüfen. Sicher, sicher, sicher. Wenn sie mir schon den Tipp gibt, da nochmal nachzugucken, mache ich es auch einfach mal. Hier war es, ne? Bei den Ratten. So. Hier meinte die.
die Röhren, also wegen dem Licht dann oder wegen dem Schatten an der Stelle, sieht es wohl aus, als wären es zwei Röhren. Kann ich die Karton da nicht wegsaugen? Ich wollte aber gucken, ob hier nicht doch noch eine zweite ist. Aha. Vielleicht hast du doch recht gehabt. Okay, nur ein Geldsack leider. Aber danke dafür trotzdem, also für den Tipp. Das habe ich nicht gesehen, dass hier so zwei Dinger sind. Meintest du sogar das? Ich hab falsch geguckt, kann auch sein. Ich dachte, du meinst mit Röhren auf jeden Fall die hier. Also okay, das ist meine Schwester, das mit du. Nee, da ist dann kein Juwel, schätze ich. Ist denn hier noch was auffällig? Warte mal, warte mal. Nicht ernsthaft. Das ist ein Schalter, ein Druckschalter. Also eine Druckplatte. Alter! Das sieht man ja gar nicht. Du denkst einfach, das sind nur zwei Tische, die da. Junge, Nintendo, Hut ab. Ey, da kommt man doch nur zufällig drauf auf sowas. Penthouse komplett. Sauber. So, gut, dann bin ich hier fertig mit der Etage. Da hinten war das violette Juwel, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter. Welche Etagen fehlen mir denn eigentlich noch? Muss ich nochmal nachgucken geben. Einmal zum Labor kurz. Das sollte ja zügig gehen. Mir fehlt noch die vierte Etage auf jeden Fall. Die sechste, glaube ich, fehlt mir noch ein Juwel. Und die zwölfte. Kann das sein? Also auf jeden Fall diese Zauberervilla da, diese Zauberer-Etage. Genau, die vierte, da fehlen mir sogar vier Stück. Mach ich zum Schluss. Ach, fünfte auch noch. Fünfte fehlt mir auch noch ein Juwel. Und ein Spukschloss. Welt der Wunder. Genau, elfte Etage, nicht zwölfte, okay. Auch in Ordnung. War ich ja nah dran, habe ich mich nur mal vertan. Na gut, dann gehen wir mal. Ich glaube, ich gehe jetzt von oben nach unten runter. Meine Vermutung bei den Zauberern war ja die Statue mit dem Zylinder. Ihr seht wahrscheinlich, also ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran, wenn ihr eingeschaltet habt, alle Videos. Ich glaube, an der Stelle ist auch schon mal ein Danke fällig an alle, die zuschalten, die Videos gefällt mir markiert haben oder Likes gegeben haben und auch generell mal Feedback gegeben haben oder ja, wenn sie auch nur einfach mal Hallo sagen in die Kommentare, reicht mir schon. Hauptsache so ein bisschen Kommunikation, ne? Ganz ehrlich. Aber jetzt erstmal das Juwel suchen. Besonderer Gruß an der Stelle an Peter Pan. Muss ich jetzt aber mal loswerden. Zumindest heißt es auf YouTube so, auf der PlayStation hast du hier einen anderen Nickname. Darf ich das eigentlich in einem Nintendo-Spiel erwähnen, PlayStation? Naja, ist mir egal. So, genau den Raum meinte ich. Was ist hier eigentlich so dunkel? Die Geister oder was? Ah, okay, ja, okay. Das ist meine Vermutung richtig. Da fehlt nämlich ein Zylinder. Der geht jetzt darauf. Ja. Oh, geil, gemacht. Eine Treppe nach oben. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen. Da ist eine Kiste. Wenn da jetzt kein Juwel drin ist, dann streich ich, ne? Ja, da ist es doch. Geil. Welt der Wunder auch komplett. Läuft doch. Wo ich echt gar keinen Plan habe, wo es Juwel könnte, ist auf der sechsten Etage. Da muss ich dann wahrscheinlich einmal komplett durchlaufen. Warte, das kommt doch sogar jetzt schon, ne? Ja. 11, 6, 5 und 4. 4, 5, 6 waren aber auch echt juwelmäßig echt scheiß Etagen. Fällt mir gerade mal auf. Vor allem die vierte, da bin ich mir auch recht sicher, dass wie bei der Disco vorher nicht alles ging. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern, wenn da auch so ein Supersauger ist. Noch im Nachhinein. Den hätte ich dann, also selbst wenn ich den hätte aktivieren oder rausholen können. Direkt nach dem Bosskampf. Hätte ich den ja nicht nutzen können. Ich habe den Supersauger ja erst viel später gekriegt. Nach der 11. oder 12. Etage? Oder vor der 11. Etage? Weiß ich gar nicht mehr. Ab zur 6. auf jeden Fall erstmal. 5. Etage habe ich auch eine Vermutung auf einem der Balkone, wo ich die Pflanzen anleuchten kann. Ich glaube, auf einem war auch eine Gießkanne, da kamen die Pflanzen halt immer wieder nach.
Da könnten Juwelen irgendwo drin sein. Wobei auf dem Balkon war auch durch den Kristallgeist. Der auch Juwelen gibt. So, genau, jetzt erstmal hier. Ich habe auch ein paar. Also, ich muss sagen, hier habe ich eigentlich auch schon gute Verstecke gefunden. Zumindest soweit ich das beurteilen konnte im Nachhinein noch. Ich habe zum Beispiel auch die Schatzkammer gefunden, die Königsschatzkammer auf Anhieb. Und da noch ein Juwel zu übersehen, ist, glaube ich, echt schon eine Kunst dann irgendwie. Also. Ich wette, das ist einfach so richtig leicht versteckt und ich habe es einfach nur übersehen, weil ich zu doof bin. Am besten irgendwo nur mit der Düsterlampe richtig anleuchten. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal mit Düsterlampe ruhig durchgehen. Warte, erstmal hier. Ist hier noch ein Mülleimer vielleicht? Nee. Könnte übrigens ein längeres Video werden, also sieht da dann in der YouTube-Anzeige oder in der Wiedergabeleiste, wie lang es wird. So, was haben wir hier? Die habe ich kaputt gemacht, da bin ich mir sicher. Das wird wahrscheinlich auch Geld oder eine Ratte rauskommen zumindest. So, was war hier? Hier war eine Schatzkiste, okay. Kam da ein Juwel raus? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir die Aufnahme zwar angeguckt. Hier ist nix. Warte mal. Ne, da kann ich... Er macht Düsterlampe. Okay. Das heißt jetzt nichts, weil die Sachen verschwinden ja auch immer wieder. Oh! Nicht ernsthaft, ne? Ja, Buhu, was sagst du dazu? Buhu-Lampe. Ja, ja, du lachst mich aus, ich weiß. Okay, das ging ja schneller als erwartet. Ja, ich habe die Ritterrüstung nicht angeleuchtet. Ernsthaft? Warum schreibt mir das denn mal keiner in die Kommentare, ey? Das hättet ihr doch, hättet ihr mir echt sagen können. Also, außer es hat bis dahin, ne, wenn ihr die Videos guckt und dann in die Kommentare geschrieben, dann doch trotzdem danke, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme stand da nichts. Dann kann ich ja schneller wieder raus hier gehen. Gefällt mir sehr gut. Fünfte Etage, ja gut, dann ist das ja vielleicht doch ein kürzeres Video als gedacht. König Buu gibt's aber auf jeden Fall im nächsten Video. Also es ist jetzt hier rein, Juwelensuche noch immer am Ende. Fünfte Etage, wir sind schon wieder drei Etagen gefahren, so gefühlt. Echt jetzt? Ich hab die Ritterrüstung hier da nicht gefunden. So, Balkone, wo waren Balkone? Hier bei Peach auf dem Zimmer waren Balkone. Ah, die Tür ist nicht wieder abgehauen, ne? So, hier waren noch auch Pflanzen. Hier war auch eine Gießkanne. Okay, dann war es hier vielleicht. Warte mal, die sind noch nicht richtig groß, die Pflanzen. Kann das sein? Aha. Ja, ja, das kann echt sein, dass hier noch ein Juwel ist. Gar nichts drin. Ich meine, da hinten war ein Juwel. Da in dem Schnabel von dem Wasserspeier da hinten. Ich weiß zwar nicht mehr welche Farbe, aber. Da war noch ein Balkon auf der anderen Seite bei Igitt oder so. Oder bei Mario ist da auch noch ein Balkon. Da war nur so ein Vorhang, da konnte ich glaube ich nicht richtig gucken. Genau, da konnte ich hier hinter dem Vorhang durch, aber da war eine Kiste. Ja, da war nur eine Kiste. Das bringt mir gar nichts. Jetzt halte ich mich hier länger auf als erwartet. Okay, das ist der Ausgleich für Spukschloss. Fürs Spukschloss. Also entweder habe ich mich jetzt gerade selbst anders verstanden, oder... Oh Mann, ey. Ihr seid doch einfach nur ein Witz, ihr kleinen Drecksstingel. Ja, du hältst mal schon den Ball flach. Du haust mir keinen auf die Fresse. Zwei, drei und tschüss. Wo war der andere Balkon? Also... Das habe ich ja hier durchsehen. Ne, das habe ich nicht. Das habe ich irgendwo sehen können, auf jeden Fall, dass er das Juwel ist. Der Juwel, ja. Läuft. Wo
war der Balkon hier? Bei Igitt, ne? Im Zimmer. Ja, da hinten. Aber da war der Kristallgeist. Also, wenn da jetzt. Der war schon recht klein, der Balkon. Da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass da noch ein Juwel ist. Ich dachte, bei Peach auf dem Balkon wäre ich schon auf der richtigen Stelle, auf der richtigen Fährte gewesen. Ich versuch's trotzdem jetzt. Wenn nicht, muss ich alles abklappern einmal. Ja. Da ist auch nichts drin. Ja, gut. Wundert mich jetzt hier weniger. Okay, kein Juwel hier. Kann der Geist eigentlich nochmal kommen? Wenn ich den einmal gefangen habe? Jo, der kann ich nochmal kommen. Ja, hier war der Geist halt. Ach genau, da war es so nervig mit der Gießkanne. Und mir fällt gerade auf, ich habe mich doch nicht vertan, dass ja diese Kristallgeister auch stärker geworden sind. Die hatten nämlich am Anfang nur 80 KP und später 120. Aber dafür kann ich auch öfter zuschlagen, irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann das dazu kam. Wahrscheinlich mit dem Supersauger. Warte mal, das Badezimmer kann ich nochmal abklappern. Habe ich vielleicht ein Badezimmer übersehen? Oder da ein Juwel übersehen? Das wäre echt ein Ding. Musik will ich haben, hallo? Oh, geiler Beat. Hat sich doch nochmal gelohnt, hier hinzukommen. Ach du Scheiße, wo ist das Juwel, ey? Rechts sind noch Geister, die klingen so ein bisschen wie die, diese komischen kleinen Teufel aus Wind Waker, finde ich. Diese, die in meinen Horden da aufgetaucht sind, falls sie einer kennt. Wenn nicht, muss ich das euch vielleicht mal zeigen. Kleiner Hinweis, dass das, also Wind Waker als Let's Play schließe ich echt nicht aus, aber es ist jetzt an der Stelle egal. Jetzt ist Luigi hier dran, da war ein Juwel, glaube ich. Ja, das schickt doch doch das Durchsichtige, das habe ich schon gesammelt. Dann wird da nicht das letzte sein, das gelbe, glaube ich. Sorry, ich habe gerade mein Mikro aus Versehen mit meinem Daumen mit hier gekommen. Hat seit zum Klopfen zu hören, war. Da ist schon wieder links ein Geist. Warum? Ich habe gerade das Zimmer so nicht abgesucht. Ne? Ja, ich gucke jetzt nur noch die Badezimmer. Ach. Also ich bin mir recht sicher, dass ich die ganzen Schubläden und Schränke aufgemacht habe. Ist hier was hinter? Hier ist aber auch nichts, ne? Und auf dem anderen Badezimmer, im anderen Badezimmer habe ich gerade nicht geleuchtet, weil da schon ein Juwel da war. Ja, da war auch ein Juwel drin, alles klar. Das musste ich ja mit der Kugel kaputt hauen. Ey. Scheiß Ratte. Hier ist auch nichts, im Spiegel ist auch nichts zu sehen. Und hier sieht man ja, der Schrank ist offen. Schubläden waren auch locker offen. Dass es auch hier auf diesem Flur immer wieder dunkel ist und Geister kommen, ne? Wundert mich doch sehr. Auch nix. Okay. Fluigi nochmal hier durchschicken. Ah, die Geldsäcke hier. Ja, okay. Ne, auch nichts mehr. Aber warte mal, ich kann noch mal durchleuchten. Vielleicht ist da noch ein Geheimgang, aber glaube ich nicht.
Nee. Da reagiert gar nichts. Die letzten Badezimmer, Peach angefangen wieder. Ich war schon hier eben, aber. Ah, hier schränken sie doch zu, ne? Nee, du sollst die Düsterlampe einsetzen. Luigi. Nö, hier ist auch nix. Ja, das kann ich sagen, wo ist das Juwel, ey? Hier habe ich mich gerade schon umgeguckt, überall. Aha, hier kann Luigi auch nochmal suchen. Hm, das habe ich gar nicht in. In jedem Dings vers. Oh, doch, warte mal, war das hier? Ich weiß wieder, glaube ich. Yo! Da war kein Juwel, da war eine Kiste, aber da war kein Juwel. Stimmt, und oh. Nein. Hä? Ich glaub's nicht. Geil versteckt, ey. Da kommt doch, ey, die gelben Juwelen sind so assi versteckt teilweise gewesen in dem Spiel, ne? Da muss man echt dran mal gucken. Gut, aber ich habe jetzt hier die ganzen Juwelen. Hier ist noch die vierte Etage. Ruckzuck, komm. Wobei, da fehlen mir vier Juwelen, das könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, hätte ich vielleicht am Anfang des Videos nochmal sagen sollen, das ist jetzt eher für die alle 100 alles haben wollen, alle 100%. Oder die ganzen Juwelen wissen wollen. Ich mache vielleicht auch nochmal einen Juwelen-Guide, wenn ich da Lust zu habe. Verspreche mich an der Stelle nicht. Aber könnte, glaube ich, ganz hilfreich sein. Ob ich dann nach jeder Etage gestaffelt jedes jeweils ein Video mache oder alles in einem. Wird sich dann zeigen, wie lange das Video wird. So. So, ich bin mir recht sicher. Hier gibt es ein Juwel. Hier ist ein Juwel drin. Hier habe ich irgendwas machen können. Warte mal. Ich so. Alles klar. Alles klar, komm her. Jo. Weg mit dir so. Ist hier noch was dran? Ne. Ey, das mit der Tuba, das darf ich jetzt erst. Dass man ja, man pust, man, das ist ja so ein Blasinstrument, logisch. Ey, ich glaub's nicht, ne? Junge, 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 Junge. Warte, da konnte ich auch reingucken. Ist da ein Juwel drin? Ich weiß es nicht. Komm her. So, jetzt hier noch einmal dagegen hämmern, komm. Ja, hat nicht geklappt, schade. Da ist richtig Remi Demi im Dings. Im Konzertsaal. Das habe ich schon, okay. Lass ich da liegen, egal. Das ist eine Animation, die ich mir jetzt sparen kann. Ach, da ist noch eins. Aha, den hatte ich noch nicht, oder? Ja, sieht man im Spiegel eigentlich, dass der Wasserhahn da
fehlt. Ja, noch zwei Juwelen. Einer ist sicher im Konzertsaal. Wie gesagt, ich vermute da noch einen Supersauger. Würde sich auf jeden Fall anbieten, der Raum ist groß genug. Vielleicht kann man auch nochmal die ganzen Stühle wegsaugen, wenn die wieder da sein sollten. Nee. Hä? Was ist das? Ach, ein Wüterich. Da muss ich den jetzt mal loswerden, oder? Ach du Scheiße. Was wird das denn, wenn es fertig ist? Die Schlingel machen mich fertig, ne? Das bekloppte Viecher. Da sind noch Werfer oben. Und weg. Das war nicht alle weg. Zu früh gefreut. Diese scheiß Werfer, ne? Mann, das Drecks wie ehrlich. Hab ich dich. Ey! Das gibt's doch nicht! Wie die mit ihren Zipfeln da hinten laufen, ey. Ey, der macht mich fertig, der kleine Drecksack. Das kann doch nicht sein, ey. Der hab ich nicht getroffen, der Wüterich. So, der ist auch jetzt weg. Hoffe ich. Nicht, dass ich wieder auf der Bananenschale ausrutsche oder links. Also hier ist safe ein Juwel. Also sie ist ganz sicher, wenn die hier so viele Geister sind, ne? Ich verstecke da schon wieder irgendwas. Was ist denn hier eigentlich? Aha. Ah, ja, das war der Supersauger, den ich gesucht habe. Auf geht's. Ganz Wasabi ab. Alter, was ist denn da noch hinter? Oha. Maestro legt ein. Alter. Aha, das ist ein Fernseher. Jo, Ende im Gelände. Komme ich da jetzt hoch zu den Geisterorchester besiegt? Alles klar. Was ist denn hier noch? Ich gehe da mal direkt durch. Wo führt denn das hin? Warum vibriert mein Controller hier so? Ja, ich gegen die Havel auf. Ach, das ist das Juwel hier. Geil. Gut, hätte ich das auch gefunden. Eins noch. Da ist noch ein Raum, eine Garderobe. Da habe ich auch nichts gefunden. Könnte schließt aber nicht aus, dass da noch ein Juwel ist, das ich einfach übersehen habe. Bestimmt irgendein Kleidungsstück, was einfach unsichtbar ist. Ich meine, der Raum ist schon so gut versteckt, ne? Den sieht man auch nur mit der Karte irgendwie. Hat der eigentlich kein... Hä? Stuhl, wollte ich gerade sagen, aber da ist was anderes hinter.
Was ist denn da versteckt? Ich dachte, ich wollte hier eigentlich einen Stuhl sichtbar machen. Da ist safe das Juwel drin. Da bin ich mir sicher. Ja, alle Juwelen gesammelt, sauber. Das war's dann also. An der Stelle, ich gehe jetzt erstmal zurück noch schnell zum Aufzug. Ging ja doch schneller als gedacht. Ich meine, ich hatte jetzt auch echt Glück bei hier im Spukschloss zum Beispiel, dass ich das Juwel so schnell gefunden habe. Dafür auf der 5. Etage länger gebraucht als erwartet, aber gut, und hier war ich jetzt auch recht zügig durch. Weil es dann doch recht offensichtlich war, wo die Juwelen fehlten, also ganz ehrlich. Hätte man auch beim ersten Mal schon aufkommen können. Also, könnt ihr jetzt ruhig zustimmen, weil ich war da einfach nur blöd wahrscheinlich. Achso, ich wollte auch gar nicht hochfahren. Ich wollte erstmal jetzt hier ins Labor gehen. Vielleicht gibt es ja nochmal ein spezielles Power-Up für den Sauger jetzt. Galerie. Tu nicht so, Luigi, das ist nichts Neues für dich jetzt. Spezialalter, ich gucke jetzt erstmal die Juwelen. So. Von unten angefangen, die Wasseranlage, die Schraubenzieher oder die Zangen hier. Schraubenzieher, alles klar. Zangen eher. Dann einfach im Keller diese relativ quadratischen Juwelen. Ja, sind nicht ganz quadratisch, ich weiß, aber hier die Diamanten einfach in der Lobby. Dann die, ja, ovalförmigen Juwelen. Die Tropfen. Also für mich Tropfen auf jeden Fall aus den Läden. Die Musik wurde aus dem Konzertbereich. Dann die rechteckigen Juwelen, ja auch nicht ganz rechteckig. Ich sehe wieder diese, dass die oben auch noch so abgeeckt sind. Oben und unten jeweils. Aus den VIP-Zimmern. Aus der VIP-Etage. Spukschloss, die Schwerter. Sehr geil, auf jeden Fall gemacht mit den ganzen Juwelen. Ökohaus, die Etage mochte ich gar nicht. Mit den Blütenblättern. Die Filmkassetten oder die Filmrollen. Dann der Saurierabdruck, Fußabdruck als Juwelenform. Die Schlange aus Pyramidia. Welt der Wunder mit dem Zauberwürfel. Oder mit dem Würfel. Strandmann mit dem Totenschädeln. Fitnessbereich mit den Hanteln. Disco mit den Kopfhörern. Mit ja, DJ Phantasmagoria, wenn der Name so war. Und das Penthouse mit König Buu, weil Sarah Schreck ihn halt so verehrt. Auf jeden Fall sehr geil gemacht. Wir haben alle Juwelen, jetzt mal gucken, was dafür was gab. Ich hoffe schon. Ja, Saugschuss Typ K. Oh, geil. Aus Juwelen gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ich muss König Buu damit sammeln. Das hat sich doch voll gelohnt, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wenn ihr alle Videos durchguckt. Ich glaube, ich habe echt so in ziemlich jedem Video zumindest ein Juwel gefunden. Wisst ihr jetzt, wo alle Juwelen versteckt sind? Lohnt sich also reinzugucken, wenn ihr die 100% haben wollt. Nur ist halt ziemlich viel, ich glaube über 14 Stunden sind es mittlerweile. Wenn ihr alles sehen wollt, ich meine, ihr könnt natürlich vorspringen, ja, aber außer ihr habt schon alles gesehen, wisst schon, wo die Juwelen sind, habt sie alle geholt. Habt wahrscheinlich auch das eine oder andere Juwel vor mir gefunden, wenn ich es selber gespielt habe natürlich nur. So, dann gehe ich jetzt noch zurück zu der Tür, wo Mario verschwunden ist. Ist ja schon wieder automatisch gespeichert, okay. Da war wieder ein Fähnchen dran. Neben dem Speichervorgangs, neben der Einblendung. Und der sieht aber auch böse aus. Ich meine, da ist kein Juwel mehr drin, weiß ich ja jetzt. Kann ich den runterschießen? Alter, der Pümpel sieht ja mal geil aus. Jetzt, geile Sache auf jeden Fall. Weil Sarah Schreck, die ist echt krank nach, also krankfahrend nach König Buhu, ne? So, ich mache an der Stelle Schluss. Nächstes Video dann König Buhu, dem geht's dann an den Kragen. Bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal auch dann zum. Ja, wobei, ich spreche jetzt so, als wäre ich sicher, dass der König Buhu ist. Ich weiß es gar nicht. Da ist ja nur eine Tür, da ist ja kein Raum hinter. Aber Mario muss ja irgendwohin verschwunden sein und der muss wohl wissen, wo Peach ist, weil der das wohl irgendwie durchs Bild noch gesehen hat. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was nächstes Mal passiert. Wie das Ende aussieht von dem Spiel. Vielleicht kommt auch der Abspann direkt. Das wäre natürlich Abfuck. Aber
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass König Boo sich kampflos jetzt hier ergibt. Der will Luigi fangen und Mario, Peach und die Toads wieder bestimmt auch. Keine Ahnung. Also erstmal Luigi jetzt, weil sonst befreit er die eh wieder. Also, das hat ja quasi nur Teufelsspirale. Auf jeden Fall, seid hoffentlich wieder nächstes Mal dabei. Nochmal danke fürs Einschalten. Schönen Tag noch. Bis dahin. Und schön mit Ö. Euer Basokaso.